Hallo, mein Name ist Nadine Neumann, ich bin Astrologin und Numerologin und heute geht es um das Sternzeichen Waage. Waage mit den Aszendenten Krebs, Löwe, Jungfrau. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Waage mit dem Aszendenten Krebs. Der Krebs ja das Häusliche, das Schöne, das Zuhause, die Familie. Und die Waage genau dieses Gleichgewicht. Also das sind optimale Mediatoren für die Familie. Also nicht rausgehen, nicht im Beruflichen, sondern wirklich in der Familie das Gleichgewicht halten, sich nicht übervorteilen gegenseitig, aufeinander aufpassen und auch aufeinander achten. Den Lebensstil. Haben Sie jemanden in der Familie, der Waage mit Aszendent Krebs ist, den können Sie auch ruhig Ihre Wohnung schön einrichten lassen, weil die haben das Gespür für das Schöne und das Wohlfühlen. Nicht jedes Möbelstück, was cool ausschaut, ist auch bequem oder auch praktikabel. Es kommt ja darauf an, was Sie haben möchten. Und diese Menschen spüren das. Das heißt, sie sind Raumausstatter, sie sind Innendekorateure. Sie können das wirklich schön machen. Waage mit dem Aszendenten Löwe. Sehr spannend. Waage das Gleichgewicht. Und der Löwe wirklich, der nach vorne tritt, der das nach vorne auch vertreten kann, was er tut. Das sind Werbegrafiker. Das sind wirklich Menschen, die in der Multimedia-Szene unterwegs sind, die das Gleichgewicht schaffen für sich selber, für andere. Also jetzt nicht über andere hinweggehen oder Hinterhältigkeit oder sonst irgendwas, sondern einfach, sie wissen, was sie können, sie wissen, was sie tun und sie stehen dazu und sie können es nach vorne tragen. Also, wie gesagt, Werbegrafiker oder das Schöne nach vorne verkaufen. Das können diese Menschen irrsinnig gut. Jetzt haben wir das Sternzeichen Waage mit dem Aszendenten Jungfrau. Das sind unsere Helfer. Unsere Helfer, ein Arzt, der ein Feingefühl hat, ein Pfleger, der sieht, wenn es einem nicht gut geht, eine Krankenschwester, die für ihre Patienten da ist. Also wirklich so, die für andere da sein wollen. Jeder kennt doch so jemanden, der gerne für andere da ist. Mal gucken, ob der dieses Sternzeichen hat, also Waage mit der Jungfrau im Aszendenten. Denn dieses Gleichgewicht ist sehr schwer. Diese Menschen können es wirklich für andere da sein, aber sich selber nicht vergessen. Sie sind auch gut zu sich selber. Sie genießen es auch. Sie sind empathisch, aber nicht zu drüber stülpen. Also es ist keine Glucke, es ist keine Helikoptermama oder nein, es sind Realisten. Rettungsdienstfahrer, also wirklich Menschen, die anderen helfen, die für andere da sind, aber sich selber nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte das Sternzeichen Waage mit den Aszendenten ein bisschen erklären. Wenn was ist, schreibt mich gerne an. Bis bald.